Dieser Mann hat so viel Pech, dass er aus Versehen in einen Sumpf fällt. Er kämpft verzweifelt dagegen an, sinkt aber immer tiefer und tiefer. Zwei kleine Wiesel im Baum beobachten das Geschehen. Der Mann ist dem Tode nah. Er bittet das Wiesel mit seinen liebevollen Augen um Hilfe. Das kleine Wiesel scheint ihn verstanden zu haben. Es umklammert den Ast und nagt daran. Der Ast kommt dem Sumpf immer näher. Dann kann der Mann den Ast endlich greifen. Mit allerletzter Kraft klettert er ans Ufer. Der Mann ist dem Tod nur knapp entkommen und muss jetzt schwer atmen. Aber er bemerkt nicht, dass das kleine Wiesel, das ihn gerade gerettet hat, in den Sumpf gefallen ist. Das Wiesel strampelt mit seinen Beinen, sinkt aber immer tiefer und tiefer. In nur wenigen Sekunden war es verschwunden. Das andere Wiesel im Baum wird ganz verrückt. Der Mann kommt endlich wieder zu sich. Er starrt auf die immer noch blubbernde Stelle im Sumpf. Er streckt seine Langfangarme aus und kann das Babywiesel retten. Der Mann ist überglücklich und zeigt seine gebleachten Zähne. Nach so einem aufregenden Abenteuer schließen die kleinen Wiesel und der Mann eine tiefe Freundschaft. Der Mann nimmt sie einfach bei sich auf und trägt sie in seiner Bauchtasche. Der Mann heißt Steve. Er wurde mit der Fähigkeit geboren, mit Tieren zu kommunizieren.